kommen aus Kirchheim-Oland, aus Rheinland-Pfalz. Das ist zwischen Kaiserslautern und Mainz. Die Dame an meiner Seite ist die Frau Friederike Heidenhof. Die hat mit der Uta ein tolles Buch geschrieben. Feines Reiten auf motivierten Pferden. Außerdem führt sie Regie in unserem DVD Dressurreiten mit Begeisterung. Erschienen beim Pferde.tv bei Thomas Vogel, Pferde.tv. Und der Mann an meiner linken Seite, das ist Stefan Schneider, der Lebensgefährte von Uta. Da wird keine Ausnahme gemacht, kommen auch auf die Wiese, aufs Paddock und können sich also genauso bewegen wie andere Pferde auch. Und das kann man jetzt hier sehr schön sehen, wie sich das aufs Feinreiten dann auch auswirkt. Stefan, erzähl doch mal ganz kurz, wie haltet ihr dann eure Pferde zu Hause? Also wir haben einen Gruppenauslauf, das sind 30 Paare. Ein Jugendhengst wird damit dabei. Wir sind im Gruppenauslauf und diese Hengst macht in der Erziehung und der Reiterei, weil er einfach einen Traumcharakter hat, den er als Deckhengst natürlich auch weitergibt. Also er hat richtig gute Nerven. Er war jetzt natürlich auch auf vielen großen internationalen Turnierplätzen schon und hat sich schon ein bisschen abgeklärt. Und jetzt die letzte Zeit hat er ein bisschen Pause gehabt, aber er hat neu geklärt. In der Halle 6 macht das ganz gelassen. Es gibt natürlich auch Pferde, die, sagen wir mal, etwas nicht so einfach zu handhaben sind wie Lenoir. Und da ist es ganz wichtig, dass Stefan Schneider Uta auch schon sehr viel in der Erziehung abnimmt. Im großen Viereck gibt es mit Sicherheit Pferde, die jetzt spektakulärer sind. Aber er ist halt wirklich losgelassen. Wir werden ja gleich im Anschluss die Reining-Pferde sehen. Das ist auch eine faszinierende Art des Reitens, wenn man überlegt, dass die Pferde schön vom äußeren Zügel weggehen. Der Zügel hängt durch bei diesen Pferden. Wobei hier das die klassische Reitweise ist, wo ich im Reitweise ist aus, klassisch, aber so ein Pferd wie Lenoir, der so fein geht und so in Perfektion geritten ist, da können wir auch demonstrieren, dass so ein Pferd im Halfter in Relektion geht. Aber die Grundausbildung ist immer ein Gebiss. Da geht man lange voraus, Leute sich Gedanken gemacht, was am besten ist. Und wir sind auch zu dem Schluss gekommen, einfach Grenze. Und in der klassischen Reitweise muss das Pferd sich fein ans Gebiss andehnen und feiner an. Weniger ist mehr. Und dass der Zügel immer leicht ansteht. Nicht schlackert, aber auch nicht so viel zum Kopf ist. Also ich sage immer, wir brauchen sehr gute Gene bei den Pferden. Die Pferde sollen immer feinfühliger werden. Für den Grand Prix sollen sie immer schön kribbelig sein, für Piaf Passage. Aber genauso müssen sie wieder in den Schritt kommen, schön ruhig bleiben.